Robin Hood, was ist mit euch? So schlaff kenne ich den grünen Flitzebogen nicht. Ich kenne euch mehr verspannt. Was wollt ihr, Graf Underwood? Euch Millionen geben. Was? Wofür? Für den Kampf gegen die Armut. Ha, wirklich? Sobald ihr am Ende Steuern zahlen, kommt an meine Brust. Ja, ich dachte mehr an eine Stiftung. Was? Und Sie sind das Gesicht, die Robin Hood Stiftung. Und ich dürfte das ganze Geld den Bedürftigen auszahlen? Das Kapital muss natürlich erhalten bleiben. Aber von den Zinsen des Kapitals, da finanzieren wir erst einmal die Grundbedürfnisse der Stifter. Und von den restlichen Zinsen dürfen Sie dann gerne ein Ballett für Benachteiligte inszenieren. Vielleicht auf der Waldlichtung, das Robin Hupf-Ensemble. Vielen Dank. Ich verzichte. Wieso? Weil ich... Finden Sie das so eine gute Idee? Ich finde es keine gute Idee, dass immer mehr Menschen wie Ihnen die Entscheidung überlassen wird, wem mit so viel Geld geholfen werden darf. Ich will nicht Ihre Almosen. Ich will, dass Sie anständig Erbschaftssteuer bezahlen. Sie sind und bleiben ein Wegelagerer. Erbschaftssteuer. Da lebt man, arbeitet, zahlt Steuern und am Schluss wird das Ganze nochmal besteuert, nur weil man tot ist. Ich sage nur Doppelbesteuerung. Sie werden doch kein zweites Mal besteuert. Sie sind doch tot. Besteuert werden Ihre Kinder, die ein Einkommen bekommen, leistungslos. Ach, wissen Sie, was das für eine Leistung ist, Kind eines Milliardärs zu sein? Ist ja nicht so, dass einem da was geschenkt wird. Doch. Das ist der ganze Punkt. Es wird einem was geschenkt. Hören Sie mal, das ist doch inzwischen... Erbschaften in Deutschland sind etwa bis zu 300 Milliarden Euro im Jahr. Das ist fast einmal der gesamte Bundeshaushalt. So, und was nehmen wir an Erbschaftssteuer ein? Lumpige 5,4 Milliarden. Das sind nicht mal 2%. Würden wir diese Erbschaften ganz normal besteuern, wie das Gehalt eines Angestellten, wissen wir, was wir hätten jedes Jahr zur Verfügung? 60 Milliarden Euro für die Gesellschaft. Und wenn Sie mal irgendwann erben und dann 30% Erbschaftssteuer zahlen, na, was sagen Sie denn dann? Dann sage ich Halleluja. Wissen Sie, wer bei uns im Land 30% Erbschaftssteuer zahlen muss? Die, die über 26 Millionen Euro erben. Die allermeisten Deutschen zahlen überhaupt keine Erbschaftssteuer. Weil Sie so einen guten Steuerberater haben? Nee, weil Sie nichts zu erben haben. Die Hälfte der Deutschen erbt überhaupt nicht. Und die anderen haben riesige Freibeträge. 400.000 Euro für Kinder, 500.000 für Ehegatten. Ich habe das Geld hart erarbeitet. Von wegen. Wissen Sie was? Es ist so, man hat festgestellt, bei großen Vermögen von Superreichen, da besteht das Vermögen zu 80% aus Erbschaften. Und wissen Sie was? Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Sagt der Volksmund. Sagen Studien. Es ist doch gefährlich für eine Gesellschaft, dass sich immer mehr Geld in den Händen von immer weniger Leuten ballt. Ha. Und es nicht mehr darauf ankommt, was man leistet, sondern nur noch, wie man heißt. Sagt der Satiriker von Wagner. Okay, jetzt echt so. Nee, nee. Das sagen Bundesverfassungsrichter, die satt haben, dass reiche Firmenerben so bevorzugt werden, die geschont werden. Das ist doch typisch für Sie. Stramme Haltung, aber keine Ahnung. Die Firmenerben werden doch nicht geschont, sondern das Betriebsvermögen. Und das mit Recht, denn es sichert Arbeitsplätze. Wisst ihr, was lustig ist? Der wissenschaftliche Beirat vom Bundesfinanzministerium hat gesagt, es gibt wenig Hinweise darauf, dass die Schonung von Betriebsvermögen Arbeitsplätze sichert. Beamte, was wissen die schon von Wirtschaft? Bei denen kommt das Geld doch aus der Steckdose. Die hätten mal bei der IHK anrufen sollen. Oh, das hat man gemacht. Ja, ein Journalist von der Taz, Ulrich Schulte, hat so 15 Wirtschaftsverbände und Handelskammern angerufen und gesagt, nennt mir eins. Ein Unternehmen, das in Schwierigkeiten geraten ist wegen der Erbschaftssteuer, also pleite gegangen ist oder verkauft werden musste. Und? Wie viele waren es? Soll ich Ihnen sagen? Soll ich Ihnen sagen? Sie suchen heute noch. Kein einziges! Was wollen Sie? Der Schäuble plant doch jetzt so eine Erbschaftssteuerreform. Ja, und was für eine. Gib mir nur ein Beispiel. Wenn Sie jetzt eine Firma erben würden, sagen wir mal, sie ist wert 20 Millionen. Mhm. Nach Schäubles Reform müssten Sie keinerlei Steuern zahlen. Aha, und was ist, wenn die Firma mehr wert ist? Gut, dann müssten Sie ein bisschen Steuern zahlen. Ja, dann müsste ich alles veräußern, das ganze Betriebsvermögen, Maschinen und Fabrikhallen und dergleichen. Dann wäre ich ruiniert, dieser gottverdammte schwäbische Kommunist. Hören Sie mal. Man würde Ihr Betriebsvermögen in Ruhe lassen, man schaut sich doch nur das Privatvermögen an.
Jetzt schnüffeln Sie auch noch in meiner Privatsphäre rum. Das Finanzamt macht eine Bedürfnisprüfung. Ja, ich bin bedürftig. Schonen Sie meine Milliarden. Scheiße, man schaut doch nur, ob Sie mit der Hälfte Ihres Privatvermögens diese Steuern bezahlen können. Die Hälfte? Ich bin ruiniert. Sie kriegen eine Firma geschenkt. Das kann ich mir gar nicht mehr leisten. Wenn das stimmt, dann erlässt man Ihnen sogar die Steuern. Ja, erlassen Sie es mir. Erlassen Sie es mir. Beruhigen Sie sich doch. Das Gesetz ist doch noch gar nicht beschlossen. Noch nicht? Ach so. Dann muss ich schleunigst nach Berlin. Taxi! Taxi!